Hallo, hallo, mein neues Video auf meinem Kanal. Herzlich willkommen. Nur ganz kurz, wenn wir 2000 Abonnenten erreichen, dann verlose ich eine 1:1 Session unter meinen Kanalabonnenten. Also bitte teilen, weiterleiten und natürlich kommentieren, damit ich weiß, dass du da bist, damit ich weiß, was dich betrifft, damit ich weiß, was deine Fragen sind. Lass uns in Interaktion gehen und unser bestes Leben gemeinsam manifestieren. Ja, das Thema vom heutigen Video ist: Jeder hört deine Gedanken. Deine Gedanken sind nicht geheim. Deine Gedanken, die sind für jeden zu empfangen. Ja, das ist hier die große Frage. Wer empfängt meine Gedanken? Und alle Menschen empfangen deine Gedanken. Und was dich jetzt natürlich am allermeisten interessiert, ist, wie kann ich quasi telepathisch einem speziellen Menschen Gedanken schicken? Und ich muss dir dazu sagen, du machst das sowieso. Du schickst allen Menschen Gedanken. In dem Moment, wo du an einen Menschen auf eine gewisse Art und Weise denkst, empfängt dieser Mensch deine Information. Er weiß ganz genau, was du über ihn denkst oder was du über dich denkst. Und das ist hier so super, super wichtig. Ja? Du kannst nicht verheimlichen, was du über dich denkst. Und du kannst auch nicht verheimlichen, was du über andere denkst. Du bist wie ein offenes Buch. Deine Energie lügt nie. Und wenn du das eine sagst und das andere denkst, dann kommt nur das an, was du wirklich denkst, wovon du wirklich überzeugt bist. Also wenn du zum Beispiel hintenrum über jemanden redest und wirklich meinst, dass dieser Mensch blöd ist, schlechte Entscheidungen trifft, nicht im Leben steht und so weiter und so fort, dann kommt diese Information bei diesem Menschen an. Jeder weiß, was du wirklich von ihm hältst. Auch wenn du nett tust, auch wenn du sagst, ah, das machst du ja aber gut und richtig und toll, das kommt an. Wenn du nicht hinter deinen Gedanken stehst, sondern vorne etwas anderes sagst, als was du hinten denkst, kommt das raus, was du hinten denkst. Warum? Weil das, was du dich nicht traust zu sagen, ist trotzdem aktiv. Das, was du nicht traust zu sagen, ist trotzdem da. Es füllt das Bewusstsein, es füllt das Feld. Und jeder, an den du denkst, der kommt in diesem Moment mit dir in dein Feld. Er ist mit dir ein Bewusstsein. Und es geht so, so, so super schnell. Also du musst nicht denken, ja, das hat Zeit. Das ist jetzt. Jetzt ist alles. Es dauert nicht, da ist überhaupt keine Zeit dahinter. Die Übertragung findet jetzt statt, in dem Moment, wo dein Gedanke gedacht wird, zack, kommt er an. Und es ist völlig egal, was du außen tust, was du außen machst oder ob du dich gut fühlst in diesem Moment. Aber wenn du ein Problem mit jemand anderem hast oder nachtragend bist oder irgendetwas nicht in Ordnung ist, nicht in Frieden für dich ist, wenn du irgendwo noch eine Negativität oder sogar eine Angst in Bezug auf eine andere Person hast, völlig egal. Du kannst eine Party feiern, du kannst du kannst tanzen, du kannst machen, was du möchtest und denken, boah, ich bin so super, super gut drauf. Aber die Tatsache, die Überzeugung, das, was du wirklich über die andere Person denkst, ist da. Und solange du das nicht in dir selber veränderst, solange du nicht in den Frieden kommst, solange du nicht verstehst, dass diese
Vorbehalte, die du gegenüber die andere Person hast, dass du diese Ablehnung hast, diese Einschränkung gegen eine andere Person hast, dass dies Ablehnungen und Einschränkungen sind, die sich dir dann in deinem Leben, in deiner Welt reflektieren. Da kannst du nichts dagegen machen, außer die Sache bereinigen, die Sache in dir in Harmonie zu bringen, die Sache mit dieser anderen Person zu klären und zu lösen, egal ob du Zugriff hast, ob du geghostet wirst von dieser anderen Person, ob du in Kontakt bist, ob sogar ob diese andere Person am Leben ist, was du für dich denkst und wovon du überzeugt bist in Bezug auf irgendeine Person, ist die einzige Wahrheit und ist die einzige Identität, ist das Einzige, was die andere Person für dich darstellen kann. Es ist also völlig unerheblich, was mal war, was mal sein wird, was zwischen dir und dieser anderen Person war. Du musst aufhören, diese Realität weiterzuleben. Manche reden davon, du musst dieser Person vergeben, aber letztendlich gibt es auch nichts zu vergeben, weil wenn du weißt, du bist der Schöpfer, der Kreator deiner eigenen Realität, dann weißt du, dass du dieses Problem, diese Auseinandersetzung, diese Verletzung, dass du die generiert hast. Und weil du sie generiert hast, kannst du sie genauso gut lösen. Und du hast sie alleine generiert und du kannst sie alleine lösen. Und letztendlich, was wirklich nur zählt, ist das, was du glaubst, was ist. Somit kannst du deine Realität verändern. Somit kannst du alleine deine Beziehung zu allen Menschen verändern. Du alleine als Schöpfer kannst das machen und deine Gedanken und deine Ansichten kommen sofort an. Und jetzt ist deine nächste Frage, ja gut, aber wenn ich diese Gedanken schicke, warum kriege ich dann keine Antwort? Und in der 3D-Welt, ja, weil eine Antwort kriegst du sofort. Du kriegst sofort eine Antwort. Du weißt ganz genau, was der andere dir sagen wird, wie der andere reagieren wird. Und solange das nicht in Balance ist, in Harmonie ist, solange das nicht so ist, dass du dich wirklich gut fühlst, wirst du auch nicht dementsprechend in der 3D-Welt die gleiche Antwort bekommen. Aber in dem Moment, wo du mit dir grün bist, wo du weißt, wir sind gut, wir haben kein Problem miteinander, der andere mag mich, ich mag den anderen, ich habe eine gute Meinung von ihm, das ist ein großartiger Mensch, dieser Mensch ist erfolgreich, dieser Mensch zeigt sich mir nur in seiner allerbesten Form. In dem Moment, wo diese Überzeugung bei dir eingerastet ist, bei dir gefallen ist, bei dir nicht mehr veränderlich ist, genau in dem Moment hast du die Realität verändert. Bist du in eine andere Realität eingetreten, weil es gibt alle Realitäten hier und jetzt und gleichzeitig, also du musst keine Realität verändern, sondern du musst eine Realität einfach nur wechseln. Realitäten sind da, Kreation ist beendet, es ist alles vorhanden, nur geht es darum, wo du bist und deine Gedanken, die befinden sich eben in einer Realität, in einem Bewusstsein mit allen anderen Menschen. Mit allen Menschen. Wir haben nur ein einziges Bewusstsein. Und genau aus diesem Grund ergibt es sich so, dass andere Menschen das tun, fühlen, sagen und denken, was du denkst, dass sie denken. Jeden Moment. Jeden Moment. Du kannst deine Meinung ändern, wie ein Kuhschwanz, wie die Kuh wackelt mit ihrem Kuhschwanz. Du kannst von einem Moment deine Meinung zu anderen wechseln. Und dann hast du eben auch so eine schwammige Beziehung. Dann hast du das Gefühl, ja, es gibt nur so Kalt- und Warmreaktionen und es ist kein Commitment da. Und es ist egal, ob es sich um irgendeinen Liebes- oder Lebenspartner handelt oder eine Freundschaft oder eine andere Beziehung. Wenn diese Beziehung für dich nicht greifbar ist, wenn der andere für dich nicht greifbar ist, dann liegt es daran, dass du dir noch keine
Meinung gemacht hast, dass du noch keine Überzeugung hast über dich, über die andere Person, über die Beziehung von der anderen Person mit dir, weil du das alles machst und kreierst. Und wenn du dir da noch unschlüssig bist, wenn du da noch kein Fundament hast, wo du sagst, all meine Beziehungen sind göttliche Verbindungen, sind Seelenverbindungen, finden im Divine Design statt, dann wirst du halt immer wieder diesen Wechsel spüren in der äußeren Welt. Also, es ist ein innerer Job, und wenn du unvorhergesehene oder wechselhafte Reaktionen von anderen Menschen bekommst, dann liegt es daran, dass du wechselhafte Überzeugungen, Ansichten, Fremdbilder zum Beispiel von diesen Personen hast. Und damit das klar ist, brauchst du ein Konzept. Du brauchst ein Konzept von dir als Divine Design Wesen auf der höchsten Ebene, aus dem höchsten Selbst. Und nur dann kannst du auch andere in ihrem göttlichen Selbst, in ihrem höchsten Selbst sehen. Und dann kriegst du gespiegelt Liebe, Fülle, Wertschätzung, Freude, all das. Und so funktioniert das. Du bist alleine in deinem Bewusstsein und deine Werkzeuge sind deine Ansichten, sind deine Gedanken, sind deine Meinungen, sind deine Überzeugungen, und letztendlich ist es alles etwas, was hier oben stattfindet im Kopf, und das gilt es von dir so zu implementieren, dass es genau das hervorbringt, was du möchtest. In diesem Sinne freue ich mich, dass du mir zugehört hast. Setze das um. Ich kann dir immer nur wieder Tipps geben. Ich kann dir Erklärungen geben hier in diesem Rahmen. Du musst es selber umsetzen, wenn du Hilfe brauchst bei der Umsetzung, weil unser menschlicher Verstand natürlich nicht sofort einverstanden ist mit dieser Kehrtwende, weil es eben das Sterben eines speziellen Mindsets braucht, um einen neuen Mindset, um neue Ansichten, Überzeugungen und Rückschlüsse zu implementieren. Deswegen, ich freue mich, wenn ich dir helfen kann. Ich habe wunderbare Angebote von 1:1 Sessions, ganz kurze 1:1 Sessions, zu monatelanger Begleitung, wo es hier um eine Transformation von deinem ganzen Leben gehen darf, weil alles hängt zusammen. Jeder Lebensbereich hängt an dir. Also es ist deine Transformation, es ist deine Divine Design Reise, es ist das, was du willst, was du machst, und alles ist möglich. Also wir sehen uns gleich, bis dann!